In diesem Video erfährst du, was linearer Potentialtopf ist, wie er aufgebaut ist und wie seine Herleitung aussieht. Grundsätzlich lässt sich sagen, linearer Potentialtopf ist ein Modell, welches die Quantisierung der Energien veranschaulichen soll. Wie ist das nun zu verstehen? Mit dem sogenannten Fotoeffekt konnte gezeigt werden, dass das Licht bzw. Energie gequantelt ist, sprich den Charakter eines Teilchens besitzt. Es konnte auch von einem Physiker namens Louis de Broglie nachgewiesen werden, dass die Materie selbst, zum Beispiel ein Elektron, den Charakter einer Welle besitzt. Mit einem vereinfachten Modell des linearen Potentialtopfs wollen wir also zeigen, dass ein Teilchen, solches wie ein Elektron, nur bestimmte Energien aufnehmen kann. Lasst uns den Aufbau des linearen Potentialtopfs anschauen. Ein Elektron wird in einem Topf mit der Breite L eingesperrt. Die Wände des Topfes sind unendlich groß. Das Elektron müsste also unendlich viel Energie aufwenden, um die Wand zu überwinden. An den Wänden wird es also ohne Energieabgabe reflektiert. Es kann praktisch aus dem Topf nicht raus. Im Inneren des Topfes besitzt das Elektron keine potenzielle Energie, umgangssprachlich gesagt keine Höhenenergie. Es ist so eingesperrt worden, dass es sich nur in X-Richtung, aber nicht in Y-Richtung bewegen kann, sprich eindimensional, und genau deshalb der Name linearer Potentialtopf. Gesamtenergie ist also potenzielle Energie plus die kinetische Energie. E kin plus E pot gleich E gesamt, wobei E pot gleich 0 ist. Aus diesen Bedingungen folgt, dass das Teilchen nur eine kinetische Energie hat, also nur eine Bewegungsenergie entlang der X-Achse. Die Ausbreitung des Teilchens, in diesem Fall die des Elektrons, kann mit einer Wellenfunktion beschrieben werden, denn es besitzt ja auch, laut der Materiewelle, einen Wellencharakter. In unserem Fall kann sich nur eine Form der Welle bilden, und zwar eine sogenannte stehende Welle. Sie entsteht immer dann, wenn an zwei festen Enden die Welle reflektiert wird. Eine stehende Welle wird dadurch charakterisiert, dass sie an bestimmten Stellen sogenannte Knotenpunkte besitzt, an denen die Auslenkung immer null ist. Anders gesagt, hier schwingt die Welle nicht. Diese Knotenpunkte befinden sich beispielsweise genau an den Wänden. Dort ist die Antreffwahrscheinlichkeit des Teilchens 0. Übrigens, die Wahrscheinlichkeit des Elektrons außerhalb des Topfes anzutreffen beträgt logischerweise 0. Innerhalb des Topfes beträgt sie 1. Wo genau sie innerhalb des Topfes 1 beträgt, lässt sich mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zeigen. Sie ist das Quadrat der Wellenfunktion und sieht für diese Welle folgendermaßen aus. Bei n gleich 2 sieht sie so aus und bei der Welle 3 mal Lambda halbe sieht sie folgendermaßen aus. Wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast, an den Knotenpunkten wird sich das Elektron nicht befinden, bei den Amplituden dagegen schon. Weg von den Wahrscheinlichkeiten, zurück zum eigentlichen Thema. Wenn es sich bei der Wellenfunktion um eine stehende Welle handelt, dann würden doch in den Topf nur bestimmte Wellenlängen hineinpassen. Betrachten wir eine Welle mit der Wellenlänge Lambda. In den Topf würde genau die Hälfte der Wellenlänge hineinpassen, Lambda halbe. Hinein würde aber auch die ganze Wellenlänge passen, 2 mal Lambda halbe, sozusagen 2 halbe Wellenlängen. Hinein würde auch 3 mal Lambda halbe passen. Also eine ganze und eine halbe Wellenlänge. 4 mal Lambda halbe, 5, 6, 7 und so weiter. Allgemein lässt sich sagen, in den Topf passen n mal Lambda halbe Wellenlängen. Nach dem französischen Physiker de Broglie hat auch ein massebehaftetes Objekt eine Wellenlänge, die sich durch folgende Formel beschreiben lässt. H durch P, Plancksches Wirkungsquantum geteilt durch den Impuls des Teilchens. Wobei der Impuls das Produkt aus der Masse des Teilchens und seiner Geschwindigkeit ist. In unserem Fall die Masse des Elektrons multipliziert mit seiner Geschwindigkeit. Formen wir unsere Bedingung der stehenden Welle nach der Wellenlänge um und setzen diese mit der de Broglie-Wellenlänge gleich. Anschließend formen wir den ganzen Ausdruck nach der Geschwindigkeit um.
Die Gesamtenergie des Elektrons beträgt also E pot plus E kin. E pot, also die potenzielle Energie, haben wir ja gesagt, ist 0. Und E kin ist 1/2 mal m mal v Quadrat. Für die Geschwindigkeit v setzen wir unsere gleichgesetzte und nach v umgeformte Gleichung ein. Und als Ergebnis bekommen wir eine Formel für die Berechnung der Energien des Elektrons. Die Quintessenz daraus ist, wenn im Topf nur bestimmte Wellenlänge des Elektrons existieren können, dann sind die Energien dieser Teilchen ebenfalls bestimmt. Sie sind diskret. Das sieht man deutlich an dem Faktor n. Also nochmal, die Existenz eines Teilchens in derartigem Topf ist nur dann gewährleistet, wenn es ein Vielfaches der halben Wellenlänge besitzt. Wenn dies nicht der Fall ist, dann löscht sich die Welle aufgrund der Interferenz aus. Die kleinste Energie, die das Elektron annehmen kann, würde sich also ergeben, wenn wir für n 1 einsetzen. Dies wäre die sogenannte Nullpunktenergie bzw. die Lokalisierungsenergie. Warum die Lokalisierungsenergie, also die kleinste Energie, die das Elektron annehmen kann, nicht Null sein kann, liegt an der Heisenbergschen Unschärferelation. Wäre die Energie des Teilchens Null, dann hätte es auch keinen Impuls und ohne Impuls gäbe es auch keine Impulsunschärfe. Dies ist aber nicht möglich, dass das Teilchen in einen endlichen Raum mit der Breite L eingeschlossen ist. Dies widerspricht der Beziehung Delta P mal Delta L größer gleich H durch 2 Pi. Eine Energie von Null widerspricht der Unschärferelation. Mit dieser Formel haben wir gezeigt, dass die Energie des Elektrons in einem eingeschlossenen quantenmechanischen System nur diskrete Energien annehmen kann. Die Energie des eingeschlossenen Elektrons ist gequantelt.